So, da sind wir wieder bei Train Fever, europäische Kampagne Mission 1, Folge 2. Ihr habt nichts verpasst. Wir sind an der gleichen Stelle, sogar pausiert habe ich für euch. Und weiter geht es bei unserer aktuellen Mission, wo wir immer noch Werkzeuge liefern müssen zur Maschinenfabrik. So, schauen wir mal, wie sieht's aus mit der Produktion? Wir haben jetzt gerade Juni und schon die fast die Vorjahresproduktion erreicht. Also ich würde sagen, meine Vorhersage, dass die Produktion wieder steigt, ist einigermaßen korrekt. Trotzdem heißt das für uns, warten. Aber ich denke, 12 Werkzeuge sollten recht schnell erreicht werden. Da haben wir jetzt hier schon einen Wagen unterwegs, wo was drin ist. Jawohl, da ist auch schon was drin. Wie sieht es hier aus? Da ist auch schon was drin. Da auch. Ja, denn dann sind ja schon mehr als 12 Werkzeuge unterwegs. Wir müssen also noch warten, bis sie ankommen. Und dann sehen wir hier auf diesem leeren Platz, gerade hier, da werden die Kisten ins Eingangslager gelegt und die Fabrik startet mit ihrem Produzieren von Maschinen. 8, 9, es geht um die Verarbeiten, nicht nur ums Liefern, das ist nicht ganz korrekt. Liefern steht hier zwar, aber es geht darum, was schon verarbeitet wurde. Das heißt, wir warten noch ein Sekündchen. Großartig. Die neuen Bohrmaschinen sind ein Segen. Gingen früher ganze 3 Maschinen in nur einem Tag kaputt, ist es heute nur noch eine in 3 Tagen. Der Bundesrat ist hoch erfreut. Oder, nun ja, vielleicht eher etwas weniger ungehalten. Wie der Text schon sagt, wenn wir jetzt die Werkzeuge anliefern zum Tunnelportal, wird einfach dann, ja, kann man damit mehr machen. Heißt auf gut Deutsch, wir können mehr Steine aus der Mine rausholen mit nur einem Werkzeug. Heißt also auch, unser Ziel von 500 Steinen können wir deutlich schneller erreichen, als wir ursprünglich eventuell gedacht haben. Zeit mal vielleicht einen Blick auf die anderen Sachen zu werfen. Auch hier können wir eventuell darauf hoffen, dass sich noch was tut. Die tabellarische Übersicht kennen wir noch aus Train Fever. Diagramme sind, glaube ich, dazugekommen. Auch da schauen wir mal, was sich noch so entwickelt. Da soll noch ein bisschen was passieren. Und ein Logo könnten wir festlegen für unsere Firma. Da nehme ich doch einfach mal irgendeins, auch die natürlich modbar. Und wir schauen vielleicht mal, ob wir das Logo auf unserem Zug wiederfinden. Mal kurz Pause machen. Sehen wir da auf der Seite, hey, da ist unser Logo. Und das können wir live ändern. Also einfach eigenes Logo reinmodden und auf, ich glaube, allen oder zumindest den meisten Zügen gibt es dann irgendwo einen Ort, wo das Logo dargestellt werden kann. Das kann natürlich auch der Modder, wenn Fahrzeuge gemoddet werden, festlegen, wo das Logo erscheinen soll. All diese Sachen kennen ja die Leute, die die Entwicklung von Transportfilm verfolgt haben, schon aus den Entwicklerblogs vom lieben Tom, dem Community- und Produktmanager von Urban Games und natürlich bekannt als Let's Player auf YouTube. Auch er wird sicherlich Videos zu diesem Spiel bringen, sobald er auf der Arbeit ein bisschen mehr Zeit hat, denn aktuell ist er natürlich hoch beschäftigt mit der Entwicklung von eben diesem Spiel hier. So, wir sehen hier ein bisschen Stau, natürlich ausgelöst dadurch, dass meine Fahrzeuge hier immer warten, bis sie weiterfahren können. Der Stau hindert natürlich unsere grüne Linie daran, die Werkzeuge abzutransportieren, das ist nicht so gut. Dementsprechend schichten wir noch ein paar Fahrzeuge um von der gelben Linie auf die grüne, denn die gelbe Linie verbraucht jetzt irgendwie so gesehen noch weniger Werkzeuge oder anders gesagt, wir brauchen nicht so viel, um die gleiche Menge Stein abzutransportieren wie vorher. So, es sieht hier wirklich so aus, als wenn wir da ganz wenig Fahrzeuge nur noch bräuchten auf der gelben Linie. Dementsprechend können wir viel, viel mehr auf die grüne setzen und hier schön unseren angesammelten Vorrat mal abbauen. Ganz langsam füllt sich's. Ich glaube, das hier setze ich auch noch mit auf die grüne drauf. Und schauen wir mal, wie viel hier auf Lager liegt. 64, ich glaube, das ist schon die Kapazität von unserem Zug. Kann das sein? Ah, nicht ganz. 70, aber bis der Zug da oben ist, wird hier mehr liegen, als er transportieren kann. Da können wir schon über einen zweiten Zug nachdenken eigentlich. Finanziell wird das schwierig.
Wir können natürlich einen Kredit aufnehmen. Da müssen wir vielleicht mal eben gucken. Gibt es eine Medaille dafür, keinen Kredit aufzunehmen? Komm ohne Zuschüsse aus. Ja, gibt es eine Medaille für. Das heißt, versuchen wir auch ohne Kredit das zu schaffen. Das Problem ist, ich glaube, Tom hat es mal erwähnt, es ist durchaus so gedacht, dass man nicht unbedingt alle Missionen, alle Medaillen in einem Durchlauf erreichen kann. Also es kann durchaus sein, dass man ohne Kredit aufzunehmen das Zeitfenster gar nicht schafft. Also das bis 85 die Mission erledigt zu haben, kann sein, dass es knapp wird, wenn man halt nicht Kredit aufnimmt, um einen zweiten Zug zu kaufen. Und mit Kredit aufnehmen, alle die sich wundern, wir können hier zwar keinen Kredit aufnehmen, weil das deaktiviert ist, aber wenn wir kein Geld mehr haben, wird uns eine Mission angeboten, bei der wir Kredit bekommen. Das nur so kurz mal zur Erklärung. So, also, unser Zug kommt jetzt an. Mittlerweile liegen über 100 Steine hier im Bahnhof, die darauf warten, abgeholt zu werden. Damit bremsen wir natürlich unser gesamtes Projekt aus. Aber wenn wir überlegen, wir 76 passen hier rein, wir brauchen ja nur noch knapp über 400, die abgeliefert werden müssen. Also der Zug muss noch ein paar Mal hin und her fahren, aber das Ende ist absehbar. Ja, auch der Rauch und die Geräuschkulisse, abhängig von der aktuellen Leistung, die der Zug erbringt. Man sieht es jetzt, Zug ist auf Höchstgeschwindigkeit, rollt bergab und die Rauchentwicklung geht deutlich zurück, weil er sich halt größtenteils rollen lassen kann. Jetzt wird die Leistung wieder hochgefahren, nachdem wir den kleinen Hügel da überschritten haben, wieder runter. Also auch da natürlich für den Modder freie Hand Soundsets zu erstellen, um auch die verschiedenen Leistungsphasen der Modelle schön wieder spiegeln zu lassen im Soundset. Wir sehen gerade, ein Dampftram ist verfügbar geworden, aber leider dürfen wir immer noch keine Passagierhalte bauen. Also können wir die Dampftram leider nicht benutzen. Traurig, traurig. Dafür sehen wir jetzt, wie die nächste Ladung Stein abgeliefert wird. Und es wird quasi konsumiert, indem es hier aufgeschüttet wird. Und auch das grafisch. Also es ist einfach eine gemoddete Industrie, die Stein annimmt, sonst nichts macht. Und je mehr sie annimmt durch ein Skript, desto mehr werden hier diese Steinhügel nach oben geschoben, sodass es halt aussieht, als wenn hier die Häufchen immer höher werden. Sehr nett gemacht, finde ich. Trägt auch viel zur Stimmung bei, sowas darstellen zu können. Und auch hier natürlich wieder freie Hand für alle Modder, selber solche Missionen zu basteln. Wir schauen mal kurz bei unserer Maschinenfabrik vorbei. Und auch hier sehen wir, dadurch, dass wir sie fleißig mit Werkzeugen beliefern, ist hier ganz schön was passiert. Es wurde expandiert. Neue Gebäude dazu gebaut. Der Platz sieht nicht mehr ganz so leer aus, wie es noch am Anfang der Fall war. Und wir haben immer noch einen Riesenhaufen an Werkzeugen, die hier auf den Abtransport warten. Mittlerweile warten sogar wieder für unsere Tunnelstrecke ein paar Sachen auf den Abtransport, aber es gibt auch, wie ich gerade sehe, nur noch zwei Fahrzeuge, die diese Linie bedienen. Wir können vielleicht nochmal ein bisschen was dazustellen. Nochmal 4 auf grün, nochmal 2 neue auf gelb und hoffen, dass da kein Stau passiert am Eingang. Nächste Ladung Stein wird abgeholt. Mittlerweile warten jetzt schon beim Abfahren des Zuges so viel, dass er nochmal quasi alles mitnehmen könnte. Wie teuer ist denn eine Lok? Ich muss jetzt doch nochmal schauen. Können die ja dann nachher umfunktionieren zu der Passagierlok, sobald wir mit dem Passagierzug da durchfahren müssen. Es ist preislich gar nicht mal so extrem, aber es wird trotzdem einigermaßen knapp. Zusätzlich haben wir halt nur eine eingleisige Strecke, das heißt nur hier im Bahnhof können die Züge sich abwechseln und vom Bahnhof aus zum Tunnel, das ist die Strecke, wo der so langsam bergauf fährt. Das heißt, die Züge werden immer warten müssen hier im Bahnhof. Und das kostet dann auch wiederum Zeit. Ob sich das lohnt, ich wage es mal zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ich
glaube, ich verzichte weiterhin darauf, einen Zug zu kaufen. So, ich würde sagen, damit es nicht zu langweilig wird, spulen wir an der Stelle einfach vor. So machen wir das. Dann sehen wir uns gleich wieder. In Schweine stellen und von den 3 Franken 90 Rappen Tageslohn müssen sie nicht nur Verpflegung, Unterkunft und Ausrüstung, sondern auch noch das Öl für ihre Lampen bezahlen. Inbegriffen, um sich die eigene Lampe zu füllen, ist immerhin täglich 1 Liter Wein. Das ist ihnen offenbar nicht genug. Sie blockieren den Tunneleingang und werden ihn erst freigeben, wenn sie täglich 1 Franken mehr erhalten. Was tun? Wenn wir uns das nicht leisten wollen, können wir die Polizei aus Uri anheuern und die Aufrührer niederknüppeln. Oder wir kommen ihnen wenigstens ein Stück weit entgegen und sorgen für eine bessere Tunnelbelüftung. Ja, so ist das. Streiken die einfach, unglaublich. Für die Tunnelbelüftung 100 Einheiten zusätzliche Stein. Das verlängert unsere Mission natürlich nochmal. Macht es schwieriger, das in der Zeit zu schaffen. Geld sieht mittlerweile besser aus, also vielleicht könnten wir uns jetzt sogar doch noch einen Zug leisten. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde aber sagen, wir bezahlen mal, weil es ist nicht so teuer. Belüftung hätte natürlich auch dafür gesorgt, dass wir die Medaille kriegen, aber wir müssen da mehr abtransportieren. Ja, ich glaube, die Lösung ist ganz okay, die wir jetzt gewählt haben. So, es wird wieder Stein verarbeitet und ich denke mal, wir ändern unsere Sichtposition, schauen diesmal von hier und beschleunigen das Ganze wieder, damit es für euch nicht so langweilig wird. Ihr kennt das Spiel. Bis gleich. Dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt von den 500 Steinen, die angeliefert werden, 346 bereits angeliefert bekommen. Jetzt gerade kommen nochmal 76 dazu. Das heißt, es fehlen immer noch 78. Das ist weniger, das ist mehr als in einen Zug von uns reinpasst. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen warten wir jetzt kurz, bis der hier die ganzen Steine abgeliefert hat. So, dann halten wir den mal kurz an. Schauen, dass das hier auch jetzt wirklich passt, dass die ganzen Steine hier verbraucht werden. Sehr gut. So, jetzt sieht es nämlich wieder ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir 395 und dann kommen nochmal die 76, die wir jetzt hier liefern können. Das ist aber jetzt irgendwie nicht, passt nicht so ganz zu der Rechnung von gerade. Also irgendwie stimmte das jetzt hier nicht so hundertprozentig. Müssen wir mal schauen, woran das genau lag. Auf jeden Fall fehlen jetzt noch 29, die wir hier mit dem Ding nicht liefern können. Das heißt, wir schicken den jetzt mal schnell ins Depot, hängen noch ein paar Waggons dran und hoffen, dass es dann am Ende passt. Vielleicht hängen wir noch 1-2 Waggons aus Sicherheit zusätzlich dann noch dazu. Also mehr als wir bräuchten. So, also wir brauchen mindestens 29, die wir transportieren können. Dann hänge ich jetzt einfach nochmal 2 Waggons mehr dran und hoffe, dass es insgesamt funktioniert. So, weisen wir das Ganze wieder der Linie zu
und schicken die Lok los. Okay, dann würde ich sagen, ist das hoffentlich die letzte Fahrt, die wir hier abwarten müssen, und benutzen dann die Zeit schon mal, um die Strecke zu vollenden, die dann ansteht. Denn hier haben wir nämlich einen nicht angeschlossenen Bahnhof, auf der anderen Seite des Tunnels genauso. Und ich gehe doch mal stark davon aus, dass diese beiden verbunden werden sollen. Und hier haben wir eine sehr hügelige Landschaft, die uns da ein bisschen im Weg steht, sage ich schon mal. Das ist doch etwas sehr bergig hier. So, und eine Sache, die ich noch gar nicht gezeigt habe, weil ich noch kaum Gleise gebaut habe, also eigentlich gar keine, bis auf diese kurze Strecke da hinten, ist der doch sehr variable Weichenbau, den wir jetzt hier mittlerweile haben. Ich hoffe, da kann ich euch bald noch mehr von zeigen, weil das ist wirklich Aschmankerl. Das ist richtig, richtig toll mittlerweile, Weichenbau oder überhaupt Streckenbau insgesamt sehr, sehr, sehr viel verbessert worden im Vergleich zu Train Fever. Deutlich flexibler, macht definitiv mehr Spaß als vorher. Und selbst bei Train Fever war das Ganze ja schon recht ansehnlich. So, schauen wir mal, ob wir jetzt hier den Zug vollkriegen. Er quält sich jetzt hier mit 10 km/h den Berg hoch. Klar, wir haben jetzt sehr, sehr viele Waggons angehangen. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Genau, das wäre der angesprochene Kredit. Ich hoffe mal, wir kriegen das Ganze hier ohne Kredit über die Bühne. Ah, das Gebiet hier ist auch noch gesperrt. Okay. Hier dürfen wir aber. Ich glaube, das ist nur der Anschluss da, der noch nicht gebaut werden darf. Mit 40.000 kommen wir jetzt hier sowieso nicht mehr weit. Ja, jetzt erst recht nicht. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Müssen wir warten, bis unsere Steinlieferung in der Halde angekommen ist, damit wir es uns leisten können, hier weiterzubauen. Denn Kredit aufnehmen möchte ich nicht. Also, hopp, hopp. Bringen die Steine weg. Wir wollen weiterbauen. Für alle, die sich für die amerikanische Kampagne interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr die sehen wollt. So viel sei natürlich gesagt, egal ob man europäisch oder amerikanisch spielt, beide fangen langsam an. Es ist nicht so, dass die aufeinander aufbauen. Beide fangen in der weit zurückliegenden Vergangenheit an und fangen mit einfachen Aufgaben an, so wie hier. Sachen von A nach B liefern, nicht viel Stress oder viele Optionen oder Sachen, die man beachten müsste. Und ja, das ist so ein bisschen verbindet, die beiden Punkte kommen ein bisschen ins Spiel rein. Also ich finde, das ist sehr gelungen, auch um Neulingen den Einstieg in das Spiel zu erleichtern. Und wir sollten jetzt unser Geld überwiesen bekommen. Der Zug ist deutlich zu lang für den Bahnhof, soll uns nicht weiter stören. Geld ist da. Wir pausieren schnell. Huschen hier rüber. Bauen die Gleise. Wir müssen wahrscheinlich gleich unseren Zug verkaufen, damit wir uns dann einen Passagierzug leisten können, mit dem wir dann hier durchfahren. So, nicht viel Terraforming, das kostet Geld. Hier geht es aber nochmal steil bergauf. Das müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen besser vorbereiten hier, schon mal da ein bisschen hochgehen. Jawohl, das sieht besser aus. So, hier durch den Wald durch. Also wirklich unglaublich hübsch ist die Strecke jetzt nicht, die ich hier veranstalte. Aber Hauptsache, wir kommen ans Ziel. Das ist das, worum es mir natürlich geht. Und jetzt müssen wir es nur noch
mit dem Tunnel verbinden, sobald der freigeschaltet wird. Das ist dann der Fall, wenn die ganzen Steine, die wir jetzt hier angeliefert haben, verarbeitet werden. Und ich hoffe, es hat gereicht mit unserer Lieferung. Wir können den Zug natürlich noch mal eine Runde fahren lassen. Ah, es reicht nicht. Das ist ein bisschen verrückt. Also irgendwie verschwinden hier Steine unterwegs oder werden nicht gezählt oder was auch immer. Aber so ganz passt es nicht. Weil von der Menge her hätte es reichen müssen. Okay, warten wir einfach. Wir haben jetzt den Zug eh nochmal losgeschickt. 21 Steine fehlen uns leider noch. Aber mit der nächsten Ladung sind die definitiv drin. Und dann haben wir die Mission endlich geschafft. Sehr langer Zug. Vor allem für diese kleine Lok. Aber wat mut dat mut. So, er kämpft sich wieder den Berg hoch. Ein letztes Mal, hoffentlich. Oder sehr, sehr wahrscheinlich. Wobei die Lok, die behalten wir. Wir werden die Waggons verkaufen, Passagierwaggons dranhängen und dann hoffen, dass wir genug Geld haben dafür. Aber ich bin noch zuversichtlich. Wie sieht's hier aus? Kein Werkzeug mehr an der Warteschlange, aber auch kein Stau. Also es scheint von der Menge der Pferdekutschen her ziemlich gepasst zu haben. Das ist gut. Und jetzt können wir hier einladen. Einen neuen Abteilwagen haben wir bekommen. Können wir direkt mal schauen, ob wir uns den leisten können dann für unseren Passagierzug. Also nochmal, 116 Steine sind auf dem Weg zur Steinhalde. Und wir sind bei minus 600.000. Wir verlieren jedes Jahr Geld. Das ist gar nicht gut. Steintransport macht uns offensichtlich nicht reich. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt genug Geld einnehmen. Einnahmen knapp an die Million. Wir werden aber auch knapp an die Million im Minus sein. Da müssen wir auch schauen, dass wir durch den Verkauf der Waggons genug bekommen, um uns neue Passagierwaggons zu leisten zu können. Sonst ist das alles für die Katz. Dann müssen wir den Kredit doch aufnehmen. Also, hoffen wir das Beste. Okay, ich bin gespannt. Okay, wir haben knappe Millionen bekommen. Es reicht, wie gesagt, nicht. Ich lasse die Pause jetzt, mach mal Pause, sobald der Zug leer ist. Okay, dann können wir den jetzt eigentlich umdrehen, ab ins Depot und so schnell wie möglich, jetzt sind wir schon wieder ins Minus gerutscht. Es ist soweit. Der Durchbruch ist geschafft. Ein Wunder, dass wir trotz der ganzen Strapazen nicht schon vor dem Durchstich tot im Tunnel umgekippt sind. Nun müssen wir nur noch die Eisenbahnstrecke fertigstellen, dann ist unsere Gotthardbahn perfekt. Okay, ich habe schon gesehen im Hintergrund, die Waggons sind noch recht viel wert. Das heißt, wir werden alle Waggons einfach veräußern. Wir könnten noch weiterhin die übergebliebenen Steine abtransportieren, aber wir haben ja gesehen, reich werden wir dadurch nicht. Können natürlich auf die Finanzen schauen. Also insgesamt hat der Zug schon jedes Jahr Gewinn gemacht. So ist nicht. Also der Steintransport lohnt sich, aber durch unsere anderen laufenden Kosten kommen wir da nicht zum Ziel. Was uns noch fehlt, ist hier das letzte Stück. Aber das ist jetzt mit unserem... Die Eisenbahnstrecke ist fertig. Nun ist es Zeit, uns mit dem Ruhm zu bekleckern, der uns für dieses Wunderwerk gebührt. Der feierlichen Einweihung steht nichts mehr im Wege. Also, hopp und ab die Post. Genau, was ich sagen wollte, steht uns mit dem Geld nichts im Weg. Glaube ich, dass ich es sagen wollte. werden wir machen. Zug durch den Tunnel schicken. Zug ist hier, Waggons kommen hinterher.
Triebwagen meine ich natürlich nicht, sondern Passagierwaggons. Also hängen wir die bayerischen oder die Abteilwagen dran. Bayerischen sind deutlich günstiger. Nehmen wir die. So, wie viel Kapazität haben wir jetzt? 40, ja, das reicht locker. Also es werden definitiv keine 40 Leute mitfahren, weil es dauert in Transportfever, genau wie in Trainfever, immer ein Weilchen, bis die Linie angenommen wird von den Leuten. Und ein Zug auf der Linie ist sowieso vom Takt her jetzt nicht unglaublich attraktiv. Dementsprechend, naja, trotzdem lassen wir sie natürlich jetzt fahren. Da hinten erscheint sie. Und schauen wir mal, fährt zuerst nach Luzern, das passt. Dann würde ich sagen, feierliche Einweihungsfahrt, wir können die Linie noch benennen. Das ist die Einweihung. Und dann werden wir den Zug aus der Ich-Perspektive mal mitverfolgen. Nach Luzern fahren wir noch mit vierfacher Geschwindigkeit. Von da ab dann aber in normaler Geschwindigkeit. Und ich bleibe still und lasse euch dann das Ende der Mission aus der Perspektive genießen. Ja, ich hoffe, dass euch dieser erste Einblick in die erste Mission der europäischen Kampagne von Transportfever gefallen hat. Dazu sei nochmal wiederholt, die Kampagnen werden schwieriger, komplexer und interessanter mit den Missionen, also diese erste Mission wirklich als Einführung zu verstehen. Deswegen auch das relativ lange Warten zwischen den einzelnen Aufgaben, damit auch neue Spieler nicht überfordert werden. Wie viele von einer Mission ich jetzt in der Beta spiele, weiß ich noch nicht. Ich möchte euch natürlich gerne das vollständige, fertige Paket zeigen. Das ist noch offen, aber Sandbox werde ich natürlich auch anspielen, euch da Eindrücke zeigen, auch vom Late Game. Bis dahin jetzt viel Spaß mit der Mitfahrt. Alle, die das zu langweilig finden, können gerne noch kurz zum Ende springen, wo dann die Mission erfolgreich hoffentlich abgeschlossen wird. Und da müssten wir eigentlich auch alle Medaillen haben. Das sehen wir dann nachher. Bis dahin sage ich jetzt aber schon mal vielen Dank fürs Zusehen.
Grenze zwischen Nord und Süd ist eröffnet. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Bravo!